So, hallo, ich grüße euch. Ihr habt euch sicherlich gewundert, was das denn gestern von der Ansage war am Tag 1, aber das hatte schon alles einen tiefen Sinn. Zunächst mal, wenn mir sowas einfällt, höre ich zunächst auf mein Bauchgefühl und manchmal dauert es einen halben Tag, bis mir dann die Tragweite dessen mal richtig bewusst wird. Ihr müsst ja auch wissen, dass wir zu beachten haben, in welchem rechtlichen Kontext wir leben. Ja, in Mitteldeutschland leben wir im Ort der Republik. Und unsere Freunde und Bekannten aus Wessiland leben in der Weimarer Republik mit der Überblendung des Grundgesetzes durch die Bundesrepublik, weil die Bundesrepublik in Bonn einen Sitz hat, nicht in Berlin. So, das heißt, wenn die Helden der Nacht hier um die Ecke kommen, kommen die im Prinzip über Chefgesetz 52 um die Ecke, obwohl sie das hier nicht dürfen, weil wir halt nun mal keinen Einigungsvertrag haben, der gilt, aber interessiert die alles nicht. Ne? Sind eben beratungsresistent. Und da muss man sich halt davor schützen. Und die einzige Möglichkeit ist, dass man sein Hab und Gut ins Kaiserreich retten kann und sollte, weil dann das Chefgesetz 52 dort eine Ausnahmeregelung hat. Und wenn man sowas vorhat, wie, sagen wir mal, ein Korrekturrundfunk, also eine Alternative zu den Lügenmedien, dann muss man das Ding außer Landes schaffen, beziehungsweise die Sachen, die hier im Land sein müssen, sozusagen dem Kaiser übereignen. Und die beste Möglichkeit, dem Kaiser was zu schenken, ist, irgendwas zu machen zu seinem Jubiläum oder Geburtstag. So, das heißt, wenn wir dem Kaiser zum Geburtstag einen Rundfunksender schenken, dann gehört er halt zum Kaiserreich. Ne? Weil eine Schenkung ist halt wirksam, da muss er nicht unbedingt leben. Es reicht ja auch, wenn wir das den symbolischen Erben, und die symbolischen Erben sind genau die Bundesstaatenangehörige. So, und die Bundesstaatenangehörigkeit haben wir, nachdem wir den Schein sozusagen abgegeben haben, den wir mit viel Mühe erstellt haben. So, ich habe heute nochmal den Teil 11 hochgeladen. Da sind noch ein paar Verbesserungen drin. Es gab noch ein paar Hinweise von Leuten, die gesagt haben, na, man müsste sich eigentlich auch um diese Daten kümmern, die mit den Fingerabdrücken zu tun haben. Ja und nein, wenn du einen Reisepass hast und dann wirklich auch damit reisen willst, wirst du die Daten brauchen. Die müssen ja irgendwo hinterlegt sein, weil die auch im Ausland wird ja davon ausgegangen, dass die Bundesrepublik dann die Passdaten abgleicht beim Flughafen, was auch immer. Was nützt dir das, wenn du das hier löschen tust und dann im ausländischen Flughafen in der Passkontrolle 5 Stunden stehst und dein Flieger weg ist? Bringt nichts. Ne? Also Fingerabdrücke sind nun mal universell oder individuell. Und ist ein Echtheitsmerkmal. Ne? Wenn sie dich verfolgen wollen, verfolgen sie dich. Da brauchen sie nicht unbedingt eine Fingerabdrücke dazu. Aber alle unnützen Daten, die nur dazu dienen, um dich zu knechten, Personalstatus und die ganzen Amtsanmaßungen, die hier passieren, das ist alles übel und das gehört eigentlich beendet. Und die Menschenrechtskonvention gibt uns auch das Recht dazu. Das heißt, die Leute, wo sich Schwierigkeiten ergeben, weil die Gemeinde eben die Abmeldung nicht machen will, da müssen wir halt dann mit Hilfe der Menschenrechtskonvention gegen die Bundesrepublik bzw. die Stadtverwaltung klagen. Und die Prozesse verlieren sie, weil Sklaverei nun mal verboten ist. Und wenn das der Beamte nicht einsieht, wird er eben dann privat haftbar gemacht. Funktioniert in Deutschland nicht, aber wenn man vom Ausland aus klagt, funktioniert es. Und das werden wir jetzt mal in ein paar Einzelfällen einfach mal durchziehen müssen, weil sich gewisse Schadensmengen halt angesammelt haben. Und da müssen wir einmal ein paar Beamte privathaftlich wegfackeln. Das nützt alles nichts. So, bis in die Privatinsolvenz. Geht nicht anders. Wenn Sie keine Vernunft annehmen und ihn ordentlich abmelden wollen, dann muss es eben sein. So, Vorbereitungen laufen dazu, weil haben jetzt auch bei mir alles weggefaxt. Ich hatte den Teil 7 genommen, reicht aber auch. Weil ich ja meinen Ausweis schon lange abgegeben habe. Und wer ihn abgegeben hat und bis zur A7 gefaxt hat, da ist eigentlich auf Stand A11, weil die Geschichte mit den Fingerabdruckdaten interessiert mich persönlich nicht. Aber es gibt natürlich Leute, die in jeglicher Datensatz zu viel ist. Gut, kann man nicht anders sagen. Kommen wir zu unserer Aktion zurück von gestern. Ihr wisst ja, die Schwierigkeit in diesem Land ist, weil die Leute durch die Medien Gehirn gewaschen werden. Also denen wird irgendeine Scheinwelt erzählt und nur dann, wenn sie mit dem System mal in Kollision kommen, zum Beispiel beim Falschparkticket oder Geschwindigkeitsüberschreitung, da gucken die dann, wie kann ich mich dagegen wehren, Ulweg und so weiter. Und schon mit dem Stichwort Ulweg kommen sie irgendwann mal in die Strecke der Sixpacks
im Sixpack günstiger Reichskanzler rein und eine Selbstverwalter und die ganzen chaotischen Truppenteile und verlaufen sich dann irgendwann. So, ne? Aber sie merken, dass irgendwas mit der Realität, die sie wahrnehmen und das, was sie im Internet lesen, alles nicht richtig zusammenpasst. So, und wir haben versucht, eben mit dem Kanal Jonacast ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Also es gibt einen gewissen Teil, das ist einfach nur Spinnerei. Ne? Da tun sich also irgendwelche Leute da qualifizieren und versuchen da irgendwas aufzubauen, was nicht wirklich Bestand hat in der Praxis. Wir prüfen das anhand dessen, was der Amtmann am 27.10.1918 wirklich gemacht hat. Was er gemacht hat und was er nicht gemacht hat. So. Und da wir ja an dem Tag schneiden müssen, weil wir irgendwann müssen wir die Grenze mal ziehen zwischen staatlich und nicht staatlich, kriegen wir ein relativ gut gewogenes Mittel dessen, was wir machen müssen und dessen, wo wir uns nicht beschäftigen müssen damit. Also mit den ganzen alten Sachen, die vor dem Stichtag sind, brauchen wir uns nicht befassen, weil es gab so viele Dienstanweisungen und Verfügungen vom Kaiser, sodass wir von dem Stand 28.10.1918 0 Uhr frisch weitermachen können. Wir müssen uns mit den alten Zeugen nicht befassen, weil der Verweser kann jederzeit einen Beschluss machen, dass alle Leute, die die Bundesstaatenangehörigkeit wollen, dass sie auch kriegen, eben durch Entlassung aus der BRD, dann übers Nießbrauchsrecht sozusagen in die Sozialleistungen und Rentenansprüche reinkommen. Und zwar die Rente, die dir wirklich zusteht und nicht die Bundesanstalt für irgendwelche Rentensachen ausrechnet, weil das alles nur Schwachsinn ist, was die machen. Die können überhaupt keine Rente bewilligen, weil sie überhaupt keinen staatlichen Zugriff haben, also auf die eigentliche staatliche Steuergesetzgebung. Sondern das ist alles eine Firmenrente und die ist so beschissen und nichtig, da braucht man sich nicht wirklich heiß machen. So, das heißt, dann brauchen die Bundesstaatenangehörigkeit und haben auch einen ordentlichen Rentenanspruch. So, das ist erstmal die eine Sache. Dass das natürlich alles nicht so reibungslos geht und dass man da kämpfen muss und dass man da auch gegen Sklaverei und Betrug mit Siegeln und Betrug mit Unterschriften und so weiter gegen die Bundesrepublik vorgehen muss, weil sie inzwischen nur kriminell ist und kriminell wird sie, weil sie die Kasse nicht glattstellen kann, weil einfach die Steuerschulden, die Bundesrepublik gegenüber dem Kaiserreich hat, völlig außer Kontrolle geraten sind. So, und jetzt wird sozusagen noch das Geld so aus dem Fenster rausgehauen, dass es wehtut, weil sie wissen, dass es sowieso nicht mehr die Kasse glattstellen kann. Das ist ja die Politik, die Merkel macht. Also sie will jetzt im Prinzip verbrannte Erde hinterlassen und der Nachfolgegeneration sozusagen das Erbe hinterlassen, dass die illegalen Einwanderer alle persönlich wieder nach Afrika bringen dürfen. So, dass wir uns das nicht gefallen lassen und dass wir da irgendwelche Maßnahmen ergreifen müssen, ist ganz klar. Ne? Weil die Verhältnisse, wie sie da unten zurzeit in dem Kampfgebiet des ISIS-Terrorismus herrschen, wollen sie ja nach Deutschland exportieren. Und wenn man sich die Videos anguckt bei Stopp Islam, wie da Frauen geköpft werden oder erschossen werden, bloß weil sie eben eine andere politische Auffassung haben oder sich einfach nur mal äußern wollen, dann muss man ja sagen, was ist denn, wenn das uns betrifft, wenn wir die Opfer wären? Würde uns einer helfen oder würden die auch alle drumherum stehen und dem doof klotzen? Ja? So, und das ist nämlich das, wo es dann ernst wird. Aber was sich innerhalb von einer Woche oder von ein paar Tagen ereignen kann, wo sich überhaupt niemand organisieren kann, wo es kein Hilfsnetzwerk gibt, was ist denn, wenn das Geldsystem einfach mal kollabiert? Wenn keine bunten Zettel aus den Automaten rauskommen, was ist denn dann? Ja? Wenn plötzlich die Kaufhallen leer sind, innerhalb von ein paar Stunden alles leer gekauft. Die Lager der Bundesrepublik sind die Autobahnen. Wenn die Autobahnen leer sind und nichts mehr transportiert wird oder niemand mehr zu den Preisen was verkaufen will, weil wir in einer Hyperinflation leben, was willst du denn dann noch machen? Wie willst du denn dein Kontaktnetz zum Leben erwecken, wenn du nicht ins hast, wenn du überhaupt niemanden kennst? Du kennst deine Family vielleicht und dann ist Schluss. Aber da kannst du in der Krise einfach nicht dich gegen die Widerwärtigkeiten wehren. Und wenn solche Truppenteile um die Ecke kommen, möglicherweise noch mit Waffen, bist du doch völlig erledigt. Also musst du dir überlegen, dass du dich rechtzeitig organisieren musst. Und genau zu diesem Zweck haben wir dieses Deutsche Notstandshilfswerk ja mal gegründet. Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir gerne Vereinsmalerei machen sollen oder weil wir Geld einsammeln wollen. Brauchen wir alles nicht. Sondern es geht um die Kontaktvernetzung. Sich kennenlernen, merken, wer... Also ich meine, der eine, der hat einen Hektoliter Honig, aber der hat keine Nudeln. Und der eine, der hat einen großen Tank Trinkwasser, aber der hat scheiße kein Brot. Und durch den Austausch untereinander in der Krise haben wir alle von jedem was genug. Ne? Der eine hat Gemüse, der andere hat Obst und so weiter.
Und wenn man da zusammenlegt und ein bisschen sparsam wirtschaftet, kann man so eine Krisenzeit über 4, 5 Wochen überstehen und muss nur eine Gemeinschaft sein. Und wenn man nur die Hälfte von dem, was man sitzt, teilt und die Hälfte oder mehr als die Hälfte zurückkriegt und dass man vielleicht auch eine Notstandsversicherung auf den Weg bringt, die man mit einer relativ großen Gemeinschaft ja bilden kann. Also sowas wie Raiffeisen für die, wie Wüstenrot hießen sie, ne? Für die Bausparkasse. Sowas kann man ja auch als Notstandsversicherung auf den Weg bringen. Sodass man meinetwegen jeden Monat 2, 3 Euro einzahlt und wenn es dann zum Treffen kommt, wenigstens eine Notration hat und einen Schlafplatz oder eine Fluchtburg, was auch immer, wo man überleben kann. Da wird es nicht mehr so darum gehen, dass Kinder über den Rasen trampeln, sondern da geht es einfach nur ums Überleben, um die physische Unversehrtheit, warm, trocken, sicher. So, das wollen wir auf den Weg bringen. Und dafür brauchen wir eine Organisationsstruktur und auch Kommunikationsstrukturen. Das heißt also auch in der Medienlandschaft mit korrekten Informationen, mit ordentlichen Nachrichten, ohne Lügen. Und genau darum geht es. So. Gut. Ich mache das ja auch nicht seit gestern. Wir haben Ende September 2000 haben wir damit angefangen, uns Gedanken zu machen, was wäre denn, wenn wir neben der ARD noch alternative Medien hätten. So. Wir wollten das erstmal für die Christenheit haben, weil wir mit dem Fernsehen der katholischen Kirche und auch damals, was es da alles so gab, alles nicht zufrieden waren. Irgendwann hat es dann mal ein Bibel-TV gegeben, aber das war auch nicht der Bringer. Und was es dann noch gibt, Hope Channel, na, die haben auch eine saubere Lehre, weil Sonnabend ist nun mal nicht der Sabbat, das wissen wir ja nun schon als paar Videos vorneweg, dass es nach dem Schöpfungskalender geht und dort geht es ja nach dem Neumond, wird da gezählt und nicht nach den Wochentagen, weil die leben alle noch im gregorianischen Kalender, aber in der Bibel hat man den Lunisolarkalender. Und als Siebentags-Adventist, wenn man da die Hauptlehre hat, muss man das wenigstens gecheckt haben. So. Und wir wollen einen Rundfunksender machen, die eben wirklich dann die Wahrheit sagen, die eben auch mal sagen, Jesus kann nicht zu Ostern auferstanden, das hat nicht stattgefunden, wenn dann zu Passau. Und er ist auch nicht zu Weihnachten geboren, sondern bestenfalls näher Laubhüttenfest, plus minus eine Woche. Das weiß man alles heute. Aber da das immer wieder hergebetet wird und die Lügen wiederholt wird, Fehler der Wissenschaft, genau das Gleiche. Ne? Pflanzen würden angeblich Sauerstoff ausscheiden, das stimmt nicht. Ja, kann man mit einem wissenschaftlichen Experiment nachweisen, dass es nicht so ist. Das ist Irrtümer sind und dass die Irrtümer immer wiederholt werden. So, und genauso geht es mit unserer Geschichte, dass gewisse Dinge erzählt werden, die gar nicht stimmen. Ja? Also es wird immer erzählt, Hitler hätte Polen überfallen. Hat er nicht. Er hat einfach nur sein überfallenes Gebiet zurückerobern wollen. Weil die Polen ein Jahr davor in die Ostgebiete reinmarschiert sind. Also Waffenstillstand gestört haben. Das ist einfach ein geschichtlicher Fakt. Da ist belegt, da gibt es nichts zu diskutieren. So. Und viele andere Dinge. Es geht hier nicht um Holocaust-Leugnung oder so, es geht nur um die rein geschichtlichen Fakten, die wissenschaftlich sauber herleitbar sind. Und in gewisse Dinge können wir momentan nicht diskutieren, weil sie Straftatbestand darstellen, müssen wir aber vielleicht nicht. Es reicht schon, wenn wir die Dinge mal zur Sprache bringen, die wissenschaftlich sauber hergeleitet wurden. Rheinwiesenlager, Feuersturm. Zustande kommt des Ersten und Zweiten Weltkriegs, da gibt es ziemlich gesicherte Sachen auch von der Bundeswehr, die inzwischen sich auch wieder mal auf die Wahrheit zurückbesonnen hat. Da hat der Gerd Schulze-Rohnhoff oder so, Generalmajor, mal was gesagt dazu, sollte man sich unbedingt mal reinziehen, das Ding. Also, solche Beiträge wollen wir bringen. Ein paar, ich sag mal, Dokus so in der Machart D-Max, aber auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Bisschen was Anastasia-Bewegung, aber eben ohne diesen Hinduismus-Teil, sondern wir wollen eben so Familienlandsitze vorstellen, wie baut man es, praktische Tipps geben, EDV, Heimwerkerei, Bauwissen, was auch immer, ne? Das, was uns nützt. Was haben wir noch so? Musiksendung muss sein, Sonnabend, Partyfernsehen. Also wenn man schon mal grillt am Wochenende, dann will man am Sonnabend keinen schwachsinnigen Film haben, sondern will man ein bisschen Partymusik machen, dass man einfach einen Beamer aufstellt, die besten Hits aus den 70er, 80er, 90er, alles tanzbar bis um 10. So, und dann kann man ja wieder mal späten Abend nochmal einen romantischen Film bringen, was auch immer, was die Leute sehen wollen. Aber eben, sagen wir mal, in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr muss man sich mal so einen Sendeplan zusammenstellen. So. Das ist ja heutzutage alles nicht teuer. Ne? Ich habe ja damals, wenn wir angefangen haben, September 2000, mal so eine Aufstellung gemacht. Was würde es denn kosten? Wenn man jetzt heute hochrechnet und sich die ganzen
sagen wir mal, die Zielgruppe anguckt, die in dem Land unzufrieden sind, braucht man jetzt nicht, wir reden jetzt nicht über Nazis, sondern wir reden von ganz normalen Leuten, die gemerkt haben, dass irgendwas in dem Land grundsätzlich schiefläuft. Und dass eine gewisse kriminelle Kaste sich hier an der Regierung hochgearbeitet hat. Und zwar durch Verrat, durch Intrigen, durch Erpressung an die Macht gekommen sind. So. Und da niemand dagegen vorgegangen ist, ist die ganze Regierung im Prinzip ein Sumpf. Ja. In Sachsen ist es ein Sachsen-Sumpf, woanders ist es, was weiß ich, der Berliner Sumpf, keine Ahnung, überall Sumpf. So. Und, so, und wenn der Sumpf aber das Land nicht regieren will, sondern es einfach nur runterwirtschaftet, werden wir alle drunter leiden. Und das, da muss man sich überlegen, ob es nicht besser ist, wenn man eine zentrale Lösung der Information, was wir brauchen, um uns so zu vernetzen, um uns zu helfen, was zu schaffen. Eine Notstandsversicherung und was auch immer. Alles als Paket. So, das war die Idee. Und wo ich mal sagen kann, wenn diese ganzen unzufriedenen Leute, die ich mal auf ein Drittel bis knapp der Hälfte rechne, 5 Euro im Jahr geben, können wir das Ding innerhalb von ein halbes Jahr hochziehen mit entsprechenden Studios, mit Server im Ausland, dass sie uns nicht jedes Mal wegfackeln. Ja, entsprechende Leute, die dann auch die Moderation machen, die das schon jahrelang gemacht haben, aber eben Berufsverbot haben, interessiert uns alles nicht, die können wir alle einstellen. Ja, Nachrichtensprecher gibt es genug, die die ARD verkrallt hat, da finden wir sicherlich eine ganze Menge. Auslandskorrespondenten gibt es eine ganze Menge, die bei der ARD nicht mehr arbeiten wollen, weil sie die Lügerei nicht mehr aushalten. Können wir auch alle einsetzen. Ein paar christliche Themen sollte man auch bringen, aber dann keinen Unsinn, sondern das muss dann schon Hand und Fuß haben. Ja, alternative Medizin, was stellt euch was vor? Gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss also diesen schwachsinnigen Daily Talk und die Nachmittagsshows muss man alles nicht haben. Da kann man was Sinnvolles machen. Auch für die Schulkinder mal ein bisschen Mathe-Nachhilfe, ein bisschen Schulergänzungswissen, ne? Also das, was die Schule ausblendet, dass man das noch Mittel hat, den Hintergrundwissen ein bisschen auffrischen und ja, zentralen Nachhilfeunterricht, wo es einem immer wieder klemmt bei der Bruchrechnung, bei Prozentrechnung, bei Ausklammern und so weiter, kann man doch eine zentrale Nachhilfe machen, weil die Stundenpläne sind ja ähnlich und Leute, die regelmäßig da immer sitzen bleiben, dann kann man doch das machen. Zu DDR-Zeiten gab es das Schulfernsehen, da wurden Sprachen gelehrt, da wurde Nachhilfe gemacht. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, es gibt zwar noch ein bisschen was beim Bayerischen Rundfunk, aber so richtig, wir machen da was, irgendwas haben wir davor. So. Wenn jetzt also im Jahr 5 Euro ist möglich, also wenn man wirklich in der Heimat was bewegen will, sollte das übrig sein. Auch für einen Sozialhilfeempfänger, selbst wenn man nicht immer Hartz IV hat, ist das möglich. Im Jahr 5 Euro, das sind 50 im Monat. Wie mal da. Also keine große Summe. So, damit könnten wir im Prinzip alles finanzieren, alles bauen und den Sender so anmieten, dass wir es auch, ich sagen wir mal, zu günstigen Konditionen kriegen. Ne? Weil wenn man eine längere Zeit einen langfristigen Vertrag macht, kommt man auch bei Astra auf einen ordentlichen Sendeplatz, auf einen gescheiten, begehrten Transponder, weil nicht jeder Transponder ist für die Kabeleinspeisung geeignet und manche haben auch technische Probleme, dass man da was weiß ich mit MPEG-4 senden muss, das kann wieder nicht jeder Receiver und so weiter. Also wir haben das alles schon ausgearbeitet, bis auf den Videotext runter und wie das Senderegime aussehen muss, was wir für Technik brauchen, fast bis zum Kabel haben wir es aufgeschlüsselt, wie die Kameras angebunden haben, alles schon vorbereitet. Weil wir wollten es ja eigentlich dafür mal verwenden, aber dass sich die Christen nicht bewegt haben, also sich in die Freimaurer Richtung bewegt haben, die ganzen Leute auch ausgetreten sind, weil sie angewidert waren von dem Verein, da ist es eben noch auf der Stelle getreten. Ich habe meine Arbeit erledigt. Ich habe das, was ich vorgehabt habe, habe ich fertig. Wir können es einfach nehmen, das fertige Paket, und für unsere Zwecke zurechtschnitzen. Weil wir wollen ja was über die Heimat machen und über unsere Geschichte und nicht nur über die böse Zeit von 33 bis 45, sondern das gesamte Spektrum, wie das alles mal entstanden ist, wie die ganzen Alten, wie das im Mittelalter war und so weiter. Das wissen wir ja alles gar nicht, weil das ja alles aus unserer Schulbildung ausgeblendet war. Wie die Beziehungen in Europa waren, wie die ganzen Fürstenhäuser ausgesehen haben, Geschichtswissen über unsere alten Burgen, das kommt nirgends im Fernsehen, weil die das alles weghaben wollen. Die wollen ein Multikulti machen, aber unsere eigene Kultur und Herkunft, die sollte da ausgeblendet werden. Da sind wir nicht einverstanden damit. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Sonntagnachmittag mal 2 Stunden Volksmusik gemacht wird. Warum denn nicht? Nicht den ganzen Tag, weil das ist dann nicht auszuhalten.
Aber ein bisschen Schlager ist auch nicht verkehrt. Nachmittag, Sonntagnachmittag, lass doch von den 2 bis um 4 mal ein bisschen Volksmusik oder ein bisschen Schlager machen. Warum denn nicht? So, jeder soll da seine Plattform haben und dann kann man auch mal ein schönes Konzert übertragen. Warum denn nicht? Ja. Was eben gefällt. Es ist alles nur eine Frage des Preises und 5 € im Jahr sollte für jeden möglich sein. So, wir wollen das dann sammeln in irgendwelchen Stammtischen und dann bringt er das irgendwie her. Aber die Bedingung ist, weil wir ja Organisationsspiel machen wollen, wir wollen ja simulieren, wie ist es denn, wenn wir ganz ohne Scheine und ohne PayPal auskommen müssen. Wir hätten nur noch 1 € stecken. Deswegen wollen wir alles in 1 € stecken sammeln. Das ist einfach eine Übung, damit ihr euch selber mal überwinden und testen könnt, wie ihr euch zu organisieren habt. Und wenn es nur darum ginge, mal, was weiß ich, 5 einzelne Euro Stücken von der Ostsee runter zu transferieren, ohne dass sie verloren gehen. So, Leute kennenlernen. Du fährst doch nächste Woche da runter nach Sachsen. Also kannst du doch das mal mitnehmen. So, hier hast du dann das bisschen Zeug und dann kaufen wir das. Na, so wie das Geld reinkommt, fangen wir der Reihe nach an, das Zeug zusammenzustellen, sodass wir in einer absehbaren Zeit was Vorzeigbares haben. Das ist der Plan. So. Und da müssen wir Frau Merkel nicht fragen, da müssen wir auch die ganzen Bundesministerien nicht fragen, weil das alles nur Parteikonstrukte sind. Ne? Von der Bundesbank ist eine Parteikasse, die Bundesanwaltskammer ist nur ein Parteikonstrukt und die Rentenkasse ist auch nur ein Parteikonstrukt. Es ist alles nicht staatlich, was hier ist. So. Und das muss den Leuten erstmal begreiflich gemacht werden. Die wundern sich alle, warum sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und nicht einmal 200 € Rente kriegen. So. Das ist doch nicht normal. Da muss doch irgendjemand muss doch mal drüber nachdenken, dass hier in dem System irgendwas nicht stimmt. Weil in keinem anderen Land gibt es so geringe Renten wie hier. Das muss doch einen Grund haben. Das ist klar, weil das alles nicht richtig läuft. Ne? Gut, also macht euch einen Gedanken, wie ihr das organisiert. Ich persönlich nehme es einfach nur entgegen und sichere es, damit wir dann, wenn wir es dann kaufen müssen, nicht überfallen werden. So, das ist das, was wir machen. Also organisiert euch, bringt das untereinander in Ordnung, sammelt das ein in euren Arbeitskreisen, was immer, macht irgendwelche Tagungen, macht euch über ein Konzept Gedanken. Und wir haben ein Konzept, was wir umsetzen können, wir brauchen bloß die Krötenwanderung. Das ist das, was eben uns noch fehlt. Und dann könnten wir es eigentlich relativ kurzfristig realisieren. Und dann könnten wir der Frau Merkel auch mal die Meinung sagen. Nicht in einer bösartigen dann provokanten Weise, sondern einfach nur die Fakten bringen. Weil man muss ja auch ein bisschen, ich sag mal, als Sender ordentlich auftreten. Aber alleine schon, wenn wir die ganzen Fakten aufzählen, haben wir ein Wort mal zu erwidern. Bis jetzt haben wir nie wie sagt man so, Gegenstimme gehört. Die haben immer nur sich selber verherrlicht und Propaganda rausgehauen. Und die Leute sind einfach nur frustriert. Die glauben es nicht, die haben aber auch keine Informationen. Und die wissen auch nicht, wie man sich es ergoogelt. Also muss der Journalismus im Prinzip dafür sorgen, dass wir die Wahrheiten, die unterdrückt werden, eben auf eine andere Art und Weise unter das Volk bringen. Anders geht es nicht. Und das ist vielleicht auch mal ein bisschen eine Aufgabe. So, gut. Ich mache jetzt aber jetzt nicht noch bis um, was haben wir denn jetzt, bis um 2. Ich mache jetzt auch erstmal Feierabend. Es ist schon spät genug. Morgen dann gucken wir. Wer da hier noch antritt. Ich habe schon ein paar Ankündigungen erhalten, dass Leute sich daran beteiligen wollen. Es sind alles nur kleine Beträge, aber viele Leute mit kleinen Beträgen, das hilft. Ich habe ja gesagt, 5 € im Jahr ist es schon erledigt, das Problem. Aber es muss eben jeder wissen und jeder muss es dann wirklich auch mal machen, nicht bloß versprechen. Tja, das ist es eigentlich. Ne? Gut, dann erstmal gute Nacht.